Wie wäre es mit einem Spiel? Ein Spiel? Warum nicht? Wer beginnt? Weiß. Ich nehme an, also ich. Es ist ja schließlich mein Privileg. Dann zieh. Es herrscht Krieg. Seit Jahren überzogen Hass, Grausamkeit und Elend die Lande von Azeroth. Und während die Heere von Schlachtfeld zu Schlachtfeld zogen, schwand auch die letzte Hoffnung auf Frieden. In den Wirren dieser Zeiten legte sich die Korruption wie ein dunkler Schleier über die Völker. Drängte die Saat des Vergessens, in deren Schatten die Gründe des Krieges verwelkten.
Doch wo sich zuvor die Dunkelheit und Chaos Bahn brachen und selbst Götter verzweifelten, da war es die Ehre zweier Sterblicher, welche der Welt ihr hoffnungsvollstes Kind gebar. Vergebung. Absitzen! Frau Hall, mein Kriegsfürst, melden uns wie befohlen. Loktar, es erfüllt mich mit Freude, euch hier zu sehen, Krieger der Horde. Auch wenn der Anlass unseres Treffens von weniger Freude kündet. Die Truppen der Verlassenen und die Menschen des Scharlachroten Kreuzzuges sind überall jenseits dieser Berge in erbitterte Kämpfe verwickelt. Es gibt Pläne, diesen Kämpfen zugunsten der Verlassenen ein Ende zu setzen. Doch wird es hierfür Verstärkung aus Hammerfall bedürfen. Ich werde sogleich nach Hammerfall aufbrechen und die Truppen an die Front führen. Eure Aufgabe jedoch ist eine andere. Dies ist meine Frau, Kirutika. Ich wünsche, dass ihr sie sicher in das Feldlager geleitet und sie bis zu meiner Rückkehr beschützt. Fühlt ihr euch dieser Aufgabe gewachsen? Wir werden sie mit unserem Leben beschützen. Es erfüllt mein Herz mit Trauer, dich verlassen zu müssen. Doch der Krieg stellt keine Fragen. Unsere Trennung wird nicht lange währen. Die Ahnen flüstern bereits jetzt vor unserem Wiedersehen. Sorge dich nicht und diene der Horde mit Stolz, so wie du es immer getan hast. Angetreten! Wir marschieren los! Hab Dank für die Unterkunft, mein Freund. Unser Weg führt uns nun weiter. Mein Bruder und ich wollen Utas Grab heute noch erreichen. Ich wünsche euch und eurem Bruder eine gute Reise, Großmarschall. Jedoch muss ich euch warnen. Der Krieg zwischen Allianz und Horde hat die Truppen der Geisel erstarken lassen. Sie ist aktiver als sonst. Ihr solltet also auf euren Rücken achten. Danke für die Warnung, mein Freund. Ich werde es im Gedächtnis behalten. Dann gehabt euch wohl, Großmarschall. Das Licht möge mit euch sein. Sag mal, hast du gehört, was der Zwerg eben sagte? Die Geißel? Meine Güte, dieser Krieg mit der Horde muss ein Ende haben. Wir leisten unseren gemeinsamen Feinden nur Beihilfe, wenn wir uns weiter gegenseitig abschlachten. Auch ich bin des Tötens müde, Bruder. Doch so gern ich den Krieg beenden würde, so einfach sind die Dinge leider nicht. Der König ist noch jung und wird von vielen Seiten bedrängt und beeinflusst. Und im Moment hat der Krieg leider mehr Befürworter als Gegner. Aber das heißt doch nicht, dass wir es nicht trotzdem versuchen müssen. Ich meine, der Bengel ist noch jung und natürlich steht das Monster Thesauron hinter ihm. Aber du darfst doch nicht einfach untätig zuschauen. Zügle deine Worte. Thesauron mag zwar ein Scheusal sein, aber er ist mächtig. Und Worte wie die deinen lassen dich bald am Galgen baumeln, wenn er ihrer gewahr werden sollte. Lass uns weitergehen. Das Ziel unserer Reise ist nicht mehr fern
und ich möchte dir etwas zeigen. Siehst du, Bruder, wir sind schließlich angekommen. Und dieser Ort ist für uns gleich doppelt bedeutsam. Einmal ist er das Ziel unserer Reise und gleichzeitig ist er die Antwort auf unser Gespräch. Dieser Ort erinnert mich an das, was ich bin. Weißt du, mein Bruder, ich verabscheue diesen Krieg genauso, wie du es tust. Doch im Gegensatz zu dir bin ich gebunden. Mein Eid auf den König verpflichtet mich, ihm zu dienen. Und egal, was er auch von mir verlangen mag und vollkommen unabhängig davon, ob ich mit seinem Wegen einverstanden bin oder nicht. Sollte ich dies jemals vergessen, so bin ich nicht mehr würdig, dem Licht zu dienen. Meine Ehre und mein Schwur sind es, die mich zu dem machen, was ich bin. Das ist, woran mich dieser Ort zu denken mahnt. Ich verstehe, Bruder. Geh nun ruhig und widme dich deinem Gebet. Ich werde dafür sorgen, dass dich niemand stört. Kraft. Schwer
lastet die Welt auf meinen Schultern. Der Himmel verdunkelt sich. All deine Lehren scheint die Welt vergessen zu haben. Hass ist die Sprache, die nun regiert. Was zur Hölle? Du willst dem Frieden Platz in dieser Welt verschaffen. Deine Gelegenheit wird kommen. Komm schneller. Viel schneller, als du denkst. So. Schließe deine Augen. Vertraue. Herz, Paladin. Dort, wo die Unschuld in schwerster Not ist, wird dein Verlangen nach Erlösung finden. Was ist das? Was dir wohl zugestoßen ist. Mal sehen, vielleicht kann ich dir helfen. Nicht ich bedarf deiner Hilfe, Kriegsfürst Lord. Folge deinem Herzen und lasse dich von der Erdenmutter leiten. Kehre um, wenn du retten willst, was dir lieb ist. Yeah.
Gott! Nein! Nein! Es sieht so aus, als hätte ich mein Glück diesmal zu sehr strapaziert, Bruderherz. Ach komm schon, red keinen Unsinn. Du wirst wieder auf die Beine kommen und wir kehren gemeinsam nach Stormwind zurück. Wir werden scherzen und lachen, so wie immer. Da sieht man es wieder. Ihr Paladine habt einfach keine Übung, darin zu lügen. Ich sterbe, Bruder. Und das wissen wir beide. Nein. Nein, das wirst du nicht. Ich werde das nicht zulassen. Uther wird... Lass uns unsere letzten Augenblicke nicht im Streit verbringen. Verzeih mir, Bruder. Manchmal ist die Wahrheit so bitter, dass selbst ich sie nicht akzeptieren kann. Jetzt, da ich gehen muss, habe ich noch einen letzten Wunsch. Amarant, was immer dein Wunsch ist, teile mir mit. Und er wird fortan meine hochheiligste Aufgabe sein. Lass mich das letzte Opfer dieses furchtbaren Krieges sein. Beende Blutvergießen, sinnloses Morden und Kampf. Kämpfe gemeinsam mit der Horde gegen die Geißel. Schließe Frieden, zeige Güte und Vergebung. Ich schwöre es, mein Bruder. Ich schwöre es bei meinem Leben. Du nimmst einen Bauern, wenn du einen Läufer bekommen kannst? Warum spielst du nicht dein Spiel und ich spiele meins? Aber es ist doch nur ein Bauer. Du machst schon wieder den Fehler, den Wert der Bauern zu unterschätzen. Eine schwere Stunde für euch, Mensch. Die Erdenmutter weiß, ich kenne das Gefühl von Verlust und Trauer. Mein Name ist Lorg, oberster Kriegsfürst der Horde. Ich wünsche euch, dass ihr alsbald Trost für den Tod eures Bruders finden werdet. Auch von mir sollt ihr Worte des aufrichtigen Beileids hören. Ein Mensch, euer Bruder, gab selbstlos sein eigenes Leben, um mich zu retten. Seid bedankt für eure tröstlichen Worte. Mein Name ist Valerius. Großmarschall der Allianz. Bei Worten allein wird es nicht bleiben, Großmarschall. Wir Tauren kennen die Bedeutung des Begriffes Ehre. Eine Blutschuld bindet mich von nun an euch. Euer Bruder gab sein Leben für das meiner geliebten Frau Kirutika. Und sollte der Moment eines Tages kommen, so bin ich nur zu bereit, mein Leben für das eure zu geben. Euer Angebot ehrt euch und ich nehme es an. Doch nicht so, wie es von euch gedacht ist. Der letzte Wunsch meines Bruders war es, dass der Krieg zwischen Allianz und Horde sein Ende findet. Nun, da das Schicksal den obersten Kriegsfürsten der Horde und den Großmarschall der Allianz hier zusammengeführt hat, müssen wir diese Gelegenheit ergreifen. Der König von Stormwind ist jung und von vielen umgeben, die den Krieg dem Frieden vorziehen. Doch ich bin sicher, sollte die Horde den ersten Schritt machen und ein Friedensangebot unterbreiten, so wird er sich dem nicht verschließen. Lasst den Tod meines Bruders nicht umsonst gewesen sein und begleicht eure Blutschuld, indem ihr Frieden stiftet.
Eure Worte künden von großer Weisheit, Großmarschall. Und sie finden meinen Gefallen. Die Tauren zogen den Frieden immer dem Krieg vor. Seid gewiss, der Krieg wird bald ein Ende haben. Der Tod eures Bruders ist nicht vergebens. Und so hoben die Völker an, die Hunde des Krieges wieder zu fesseln. Die Heere wandten sich gen Heimat, getragen von den Gesängen ihrer Getreuen. Herdeslohn waren das Licht in der Dunkelheit derer, die zuvor noch die Fackeln des Krieges erhoben. Aus Feinden wurden Nachbarn, aus Nachbarn wurden Freunde. Und jene, die das Schicksal zusammenführte, schritten voran und gaben Beispiel und guten Vorsatz für andere. Doch im Schatten der Freudenfeuer wurden Klingen geschärft, die den noch jungen Frieden im Kindbett überraschen wollten. Jenseits des Schleiers des Friedens bleckten die Hunde des Krieges bereits die Zähne. Nun, mein junger Freund, für dich ist die Zeit der Ruhe noch lange nicht gekommen. Du wirst noch ein paar sehr wichtige Aufgaben vor dir haben. Erhebe dich, Amaranth, und diene fortan mir. Ich gebe deiner Wiedergeburt den Namen Alor, der in meiner Sprache Blutdurst bedeutet. Komm aus deinem Grab an meine Seite. Wirst du nicht ahnen, was dich erwartet. Es herrscht Friede, doch steht er auf brüchigem Fundament. Stellungen der Verlassenen wurden angegriffen und schwere Verluste sind zu beklagen.
unter den Säulen Lordaerons findet der Rat der Gilde Manus Nigra, der schwarzen Hand Sylvanas zusammen, um über die jüngsten Ereignisse und Reaktionen zu diskutieren. Seid mir gegrüßt, ehrenwerte Ratsmitglieder der Schwarzen Hand. Ich habe euch hier versammelt, um euch von beunruhigenden Neuigkeiten in Kenntnis zu setzen, die mir von Ludvera zugetragen worden sind. Die Sache duldet keinerlei weitere Verzögerung, sodass ich nun Ludvera das Wort erteile. Meine Späher berichten von mindestens 2 Angriffen der Allianztruppen auf Stellungen in den Pestländern und sogar auf den Süden von Tirisfal. Obwohl es nur wenige Überlebende gab, habe ich Zeugenberichte von grausamen und blutrünstigen Übergriffen durch Reiter- und Bodentruppen aus Tauschor und Stormwind gehört. Es ist offensichtlich, dass... Hast du auch Belege dafür? Es könnten genauso gut auch die Geißel, die Dämonen oder Oger gewesen sein. Ich erinnere mich nicht, dir das Wort erteilt zu haben, Krendel. Und selbst wenn dem so wäre, sollte dir das Wort eines Ratsmitglieds, meiner Beraterin, nicht Beweis genug sein? Es ist nichts als... Ich sagte ja nur, es könnte ausführlicher sein, Varad. Und warum sind diese Zeugen nicht hier? Damit ich es von ihnen selber hören kann. Weil sie bereits ihren Verletzungen erlegen sind, Krendel. So, und ansonsten gab es keine Überlebenden? Nein, was ein weiterer Beweis dafür ist, wie gezielt und geplant die Allianz gegen uns vorgeht. Ich habe mir die Schlachtfelder angesehen. Außer den vielen Spuren eines Kampfes habe ich keine Beweise dafür gefunden, dass die Allianz dafür verantwortlich war. Sie gehen sehr gründlich vor, Torftön. Ein Zeichen dafür, dass es Elitetruppen waren, vermutlich sogar aus der Garde des Königs. Die Garde des Königs? Das darf nicht ungesühnt bleiben. Wir müssen einen Vergeltungsschlag ausführen. Wir dürfen keine Schwäche zeigen. Vergeltung? Verdammt! Das, wovon ihr da redet, kann einen erneuten Krieg bedeuten. Wir befinden uns bereits im Krieg, Krendel. Vielleicht ist euch das im fernen Orgrimmar noch nicht aufgefallen, weil es die Verlassenen sind, die sterben. Wir sind es, die bluten müssen. Die Orks stehen Seite an Seite mit euch. Ach ja? Wie viele tote Orks und Taugen gab es denn? Red nicht so ein Unsinn, Gerippe. Wie hast du mich gerade genannt? Du gehörter Ochse? Gerippe. Soll dir das Gerippe mal zeigen, wie es Steak ist? Du betrittst gerade dünnes Eis, Madensack. Pah! Macht dir nichts. Ich bin leicht. Ruhe! Verdammt nochmal! Ruhe, habe ich gesagt! Nehmt wieder Platz. Wie Ludvera bin auch ich der Überzeugung, dass wir handeln müssen. Wenn wir nicht reagieren, geben wir damit zu verstehen, dass wir verwundbar sind. Und das werde ich nicht zulassen. Niemals.
Zusammen mit Ludvera habe ich einen Angriffsplan auf den Wald von Elvin ausgearbeitet. Aloron wird unsere Truppen führen und der Allianz zeigen, was es bedeutet, unsere Siedlungen anzugreifen. Wir werden Elvin in 5 Tagen angreifen. Was? Das kannst du nicht machen. An diesem Tag jährt sich der Friedensschluss. Richtig? Das ist Wahnsinn. Frauen und Kinder werden dort sein. Die Männer betrunken. Sie werden nicht einmal in der Lage sein, sich anständig zu verteidigen. Richtig. Das wäre weder ruhmreich noch ehrenhaft. Das können wir nicht machen. Es befanden sich ebenfalls Frauen dort, wo sie uns angriffen. Bauern, die sich ebenfalls nicht zu erwehren wussten. Vor allem nicht gegen eine Elitegarde des Königs. Meint ihr, sie hätten einen ehrenvollen Tod gehabt? Nein! Sie wurden abgeschlachtet wie Tiere. Und genau aus diesem Grund ist es genau der richtige Ort. Genau die richtige Zeit, um meinen Gegenschlag auszuüben. Wir müssen ein Zeichen setzen. Nun, wer mit mir einer Meinung ist, möge sich nun erheben. Die Entscheidung ist gefallen. 5-4 im Stimmenverhältnis. Manus Nigra greift zu den Waffen. Aloron, macht eure Truppen kampfbereit. Diese Versammlung ist beendet. Meine Güte, was geschieht hier? Das ist Irrsinn. Wir wissen so gut wie nichts von dem, was wirklich geschehen ist. Und dennoch, wollen sie in den Krieg ziehen? Wenn ihr mich fragt, das hier stinkt gewaltig nach Kodomist. Diese Ludvera ist doch kaum noch von Varads Seite wegzudenken. Und dieser Aloron. Habt ihr das Ding jemals reden hören? Also ich weiß nicht. Aber was sollen wir tun? Uns ihnen entgegenstellen? Wohl kaum. Seit Ludvera aufgetaucht ist, laufen die Dinge komisch. Nicht wie früher. Ludvera scheint starken Einfluss auf den Meister der Hand zu haben. Doch offenbar keinen positiven. Wir werden beobachten, was weiter geschieht. Haltet die Augen offen. Wir müssen erst mehr erfahren, ehe wir handeln. Du hast recht, Kirutika. Behalten wir ihn und vor allem auch sie im Auge. Ich werde mal ein paar Beziehungen spielen lassen. Mach das, Torfdön. Auf dich war bisher immer Verlass. Möge die Erdenmutter deine Wege schützen. Die Schlachtpläne liegen in meinem Studierzimmer. Folgt mir, Aloron, dann werde ich sie euch geben. Ich benötige deine Dienste. Behalte die Ratsherrin Ludvera im Auge und erstatte mir Bericht. Und es soll nicht dein Schaden sein. Du wirst dich auf mich und ich mich wie immer auf eine gute Bezahlung verlassen können. Thank you.
wollen doch keine unnötigen Zeugen haben, oder? Ihr seid spät, Charizard. Was hat euch aufgehalten? Ich könnte euch nun sagen, dass die Ratssitzung länger gedauert hat, dass mich anderweitige Pflichten aufgehalten haben. Ach, sucht euch etwas aus, Tessaron. Oder ihr geht in eurer grenzlosen Weisheit einfach davon aus, dass ich sicherstellen wollte, dass mir niemand folgt, Dummkopf. Natürlich, natürlich. Vergessen wir das. Wie steht es um unser Vorhaben? Die Schwarze Hand mobilisiert die Truppen. Der Vergeltungsschlag wird gegen Goldshire geführt werden. Wenn mich nicht alles täuscht, solltet ihr doch das Kommando über die dortigen Streitkräfte haben. Nicht wahr, Tessaron? Diese Truppen werden sich unserem Vorhaben nicht entgegenstellen. Wenn mich nicht alles täuscht, werden sie dringend für Bewachungs- und Patrouillenaufgaben in Westfall benötigt. Wie bedauerlich. Goldshire wird brennen. Schade. Ich mochte den Wein aus der Gegend. Ich empfehle mich, Marschall. Wichtige Aufgaben verlangen nach meiner Aufmerksamkeit. Gehen wir. Interessant. Ich frage mich, wer besser zahlen wird. Der Ork oder die Untote? Dafür, dass ich sie nicht verrate. Ich muss nachdenken. Und daher sollten wir die Truppen aus Elwyn nicht zu sehr schwächen. Sowohl aus Stormwind als auch aus Redridge können wir keine weiteren Truppen mehr abziehen, da wir erst vor wenigen Tagen 3 Kompanien zur Chilwyn-Spitze entsandt haben. Ein Trupp meiner Jägerinnen lagert derzeit in Duskwood. Sie könnten schnell in Elwyn sein, falls es notwendig sein sollte. Nein, wir sollten mindestens eine Kompanie zusätzlich in Elwyn lassen. Sie kann doch ebenfalls schnell nach Westfall rücken. Diese Meinung unterstütze ich ebenfalls. Meine Damen und Herren Marschalls, der Befehl war eindeutig. Alle Truppen aus Elwyn werden nach Westfall verlagert. Alle. Der Befehl kommt vom Großmarschall. Persönlich. Und basiert auf gesicherten Informationen. Seit wann stellen wir hier Befehle in Frage? Das tun wir nicht, aber die Entscheidung ist taktisch unklug. Sie passt nicht zum Großmarschall. Er würde so ein... Wer seid ihr, dass ihr mein Wort in Frage stellt? Ihr versteht mich falsch, Tessaron. Ich wollte... Gut. Dann wäre das ja geklärt. Marschall Sutor, Marschall Kenrick, erlasst Befehle für die Verlegung nach Westfall. Und ihr, Grayskull, sorgt dafür, dass in Westfall ausreichend Lager vorbereitet werden. Und genug Verpflegung vorhanden ist.
alles nieder! Lass keine dieser Maden am Leben! Unser Meister hatte recht, Aleron. Der Tod steht dir in der Tat vorzüglich. Meint ihr nicht auch, Tesaron? Wie auch immer, wie läuft der Angriff auf Goldshire? Und wie wollt ihr beide den Großmarschall bezwingen? Seid ihr sicher, dass ihr wisst, was ihr da tut, Charizard? Dass viel auf dem Spiel steht, brauche ich euch ja nicht zu sagen. Was Goldshire betrifft, die Nacht im Norden ist ungewöhnlich hell. Findet ihr nicht auch, Tesaron? Und um Valerius macht euch keine Sorgen. Geh nun, Aleron. Geh und tu, wofür du geschaffen wurdest. Und denke daran, der Meister duldet kein Versagen. Er allein gegen Valerius? Das ist nicht euer Ernst, Charizard. Ihr habt zu wenig Vertrauen, Tesaron. Unser Meister, euer Meister, weiß genau, was hier geschieht. Oder zieht ihr das etwa in Zweifel? Hütet eure Zunge. Ich diene dem Meister bedingungslos. Das wisst ihr. Gut. Dann tut, was man euch aufträgt, und eure Belohnungen werden alles übersteigen, was ihr euch vorstellen könnt. Und nun denke ich, ihr solltet nach Stormwind zurückkehren und euch neu einkleiden. Ihr wollt doch gut aussehen, wenn euch die Nachricht von Valerius Tod erreicht, nicht wahr?
einem Licht? Was... Was zum... Was... Was bist du? Ich grüße dich, Bruder. Warum, Bruder? Cesaron! Da seid ihr ja endlich! Wir haben euch gesucht. Schreckliches ist passiert. Valerias Informationen waren falsch. Die Horde hat angegriffen, jedoch in Goldshire. Das Dorf war ungeschützt. Wir haben unzählige Verluste. Ich weiß, Mascha Golfhorn. Ich weiß. Ich habe das Dorf auf meinem Rückweg passiert. Doch haben wir noch einen weiteren Verlust zu beklagen. Großmarschall Valerius. Er ist tot. Er wurde ermordet von den Verlassenen in seiner Feste. Ich selbst fand seine Leiche. Der Großmarschall? Tot? Beim Barte Bronzebeards. Aber woher wisst ihr, dass es die Verlassenen waren?
Sie ließen eins ihrer Siegel zurück. Ich vermute, es wurde bewusst dort platziert, um ihren Hohn zu zeigen. Der ganze Überfall hatte nur ein Ziel, uns abzulenken, damit sie den Großmarschall töten können. Ja, eure Worte ergeben Sinn. Lass uns den König informieren, Thesaron. Seine Trauer wird groß sein und sein Herz gebrochen. Schau nur, deine Dame schummelt. Du warst es doch, der gesagt hat, Bauern hätten keinen Wert. Ach, so ist das also. Dann wird's langsam Zeit für mich, meinen König ins Spiel zu bringen. Von Spiel zu Spiel besser. Was willst du, Diener? Ratsherrin Luthera, für euch ist eine Nachricht abgegeben worden. Zeig her! Mal sehen. Dein kleines Geheimnis. In 5 Tagen. Wer hat dieses Schreiben gebracht? Ein kleiner Junge brachte es. Noch nie gesehen, den Burschen. Raus hier! Sofort! Ja, Herrin. König? Die Wachen wollen die Tore schließen. Wir sorgen uns um eure Sicherheit. Kommt mit mir. Ich geleite euch sicher in die Stadt. Er war wie ein Vater für mich. Warum? Er ist mein eigener Vater und Valerius. Wir alle vermissen ihn, König Frey. Wir alle. Doch wir müssen stark sein und versuchen, die Lücke zu schließen, die er hinterlassen hat. Kommt nun bitte, es wird Zeit.
So dauerte es nicht lange, dass Tesaron in die Fußstapfen Valerius trat und eine neue Ära in den Reihen der Allianz Einzug hielt. Eine neue Ära, die ganz andere Wege bestreiten würde, fernab von Brüderlichkeit und Frieden. Hinter dem Rücken der Herrschenden wurden Pläne geschmiedet, dem brüchigen Frieden den Todesstoß zu versetzen. Wieder einmal sollte die Liebe Anlass für Krieg, Mord und Grausamkeit werden. Ihr wolltet mich sprechen, Varad. Hier bin ich. Danke, dass ihr meiner Bitte so schnell gefolgt seid. Es gibt einige jüngere Entwicklungen innerhalb der Schwarzen Hand, die mir Kopfzerbrechen bereiten. Bis vor kurzem fanden wir innerhalb des Rates immer zu einer Einigung. Verlassene Orks, Tauren, Trolle und Blutelfen standen geeint zusammen. Doch die Weigerung einiger Ratsmitglieder, zu uns Verlassenen zu stehen, bereitet mir gewisse Sorgen. Ich weiß nicht was. Doch, ich verstehe. Ihr denkt an das Verhalten von Krendel, Torfdön und Krutika auf der letzten Ratsversammlung. Ja, so ist es. Insbesondere Kirotika hat sich des Öfteren mir gegenüber ob meiner Ansichten besorgt und auch zweifelnd geäußert. Uneinigkeit ist in diesen Zeiten Gift, Ludvera. Und dennoch, ich frage mich, ob sie nicht vielleicht recht haben könnten. Vielleicht hat die Hand überstürzt gehandelt. Höre ich dir etwa Zweifel in eurer Stimme, Verlassener? Hört mir zu, Varad. Und hört mir gut zu.
erwischen, Varad. Euer Geist und euer Wille sind mein. Mein Eigentum bis in alle Ewigkeit. Oder den Zeitpunkt, an dem ich euch und euren gebrochenen Körper die Gnade zuteil werden lasse, von meiner Faust zerquetscht zu werden. Ihr werdet mich nicht ewig hier festhalten können, elende Kreatur. Seid euch gewiss, die Rache wird mein sein. Und wenn ich erst entkommen bin, wird euch euer untotes Dasein wie das Paradies erscheinen. Winterworte? Mir scheint, ich muss euch daran erinnern, wer von uns beiden an diesem Ort das Sagen hat. Nein! Nein! Entschuldigt, Ludvera. Ich war wohl gerade etwas abwesend. Wo waren wir doch gleich? Eine Entschuldigung ist nicht notwendig, Varad. Wir waren gerade übereingekommen, dass es aufgrund der unverschämten Opposition innerhalb der Reihen der Orks und Tauren der Schwarzen Hand das Klügste wäre, diese Opposition voneinander zu trennen und ihnen so die Kommunikation zu erschweren. Insbesondere der Rädelsführerin, Kirutika, sollte, sagen wir, einem neuen Wirkungskreis zugeteilt werden. Ah, ja, richtig. Euer Plan hat meine Zustimmung, Ludvera. Es ist wohl das Beste, etwas Abstand zu nehmen und die Gemüter zu kühlen, ehe es in der Hand zu einem echten Zerwürfnis kommt. Wie ich annehme, habt ihr bereits einen Vorschlag für Kirutikas neue Aufgabe, nicht wahr? In der Tat, Herr, den habe ich. Vor kurzem hatte ich Korrespondenz mit Apothekerin Zama, die für die Königliche Apothekervereinigung in Thunderbluff tätig ist. Wie es scheint, haben die Zauren ernsthafte Probleme in den Weiten des Brachlandes an einem Ort, den sie die Höhlen des Wehklagens nennen. Ich kann mir keine bessere Person als Kirutika vorstellen, die die dortigen Geschehnisse von Crossroads aus überwacht und beratend zur Seite stehen könnte. Crossroads also. Ja. Ja, das scheint mir eine angemessene Beschäftigung für Kirutika zu sein, solange wir uns in solchen Umständen bewegen. Ich werde alles Notwendige in die Wege leiten. Thank you.
Man hat uns bereits über deine Ankunft informiert, Kerutika. Such dir eine Lagerstatt aus. Danach wirst du etwas essen können. Gorn, Klinge der Horde und Kommandant von Crossroads wird gleich von seiner Patrouille zurückkommen und dich begrüßen. Ah, du fragst dich sicher, woher wir von deinem Besuch wissen. Ganz einfach, ein Boot aus Under City war es. Ich verstehe. Wir wissen von deinem Vorhaben und werden dich nach besten Kräften unterstützen. Das Brachland ist gefährlicher geworden, als du es vielleicht in Erinnerung hast. Seit die Allianz verstärkt ihre Truppen durch das Brachland schickt, kann einem sicher schnell etwas zustoßen. Ich weiß, ich wurde bereits in Orgrimmar ausführlich gewarnt. Gut, nimm Platz. Wir werden hier auf Gorn warten. Er ist eingetroffen. Loktar! Gab es irgendwelche Vorfälle? Nein, Gorn. Aber der Gast aus Under City ist eingetroffen. Wartet in der Taverne. Gut, ich kümmere mich gleich um sie. Gab es draußen etwas Besonderes? Von der Allianz ist nichts zu sehen. Merkwürdig. Die letzten 3 Wochen nur Ärger. Und jetzt nichts von ihnen zu sehen. Ja, sehr merkwürdig. Irgendwas stimmt da nicht. Verstärke die Wachen auf den Türmen und die Patrouillen. Aigon, wird gemacht. Und gib den Männern ein paar Krüge mehr Bier. Die haben es sich redlich verdient. Aigon. Gefahr im Anmarsch! Gib ab! Schick ein Boot nach Orgrimmar! Schnell!
das ist der Lohn für deinen Widerstand. Niemand stellt sich mir in den Weg. Um das wir uns kümmern müssen. Mir ist bewusst, dass der Kriegshäuptling für gewöhnlich unsere Versammlungen leitet. Doch wie ihr wisst, brach Thrall vor kurzem in die Scherbenwelt auf, um seine alte Heimat zu besuchen. Da er also nicht hier sein kann, liegt es nun an mir, den Alltag der Horde zu lenken. Und das umfasst auch unseren netten Plausch hier. Nun, da dies geklärt ist, erteile ich Kriegsfürst Hetu das Wort, der sich mit einer Anfrage an den Rat richtet. Kriegsfürst Hetu? Ich danke dir, Lorg. Die Frage, die ich an den Rat richten möchte, betrifft die jüngsten Ereignisse in den östlichen Königreichen. Einigen Mitgliedern dieses Rates ist zu Ohren gekommen, dass es zu Kämpfen zwischen Truppen der Verlassenen und denen der Allianz gekommen ist. Wir verlangen zu erfahren, was sich genau ereignet hat. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und wie wahrscheinlich der gesamte Rest von uns, brenne ich darauf zu erfahren, was dort geschehen ist. Kriegsfürst Varad hat mir bereits angekündigt, dass er in dieser Sache für die Verlassenen spricht. Ehrenwerter Rat, ich komme ohne Umschweife zum Punkt. Ja, es hat Kämpfe zwischen den besagten Fraktionen gegeben. Die Allianz griff ohne jede Vorwarnung mehrere unserer Stellungen an. Darunter auch gänzlich unbefestigte Siedlungen. Es erfüllt mich mit Stolz, sagen zu können, dass Manus Niger daraufhin die Initiative ergriffen und seinerseits einen Vergeltungsschlag auf Goldshire durchgeführt hat. Du hast was? Du hast ohne Rücksprache mit Thrall oder dem Rat einen Angriff tief im Herzen des Territoriums der Allianz durchgeführt? Das klingt nach schlechtem Mojo, Mann. Die Allianz hat es nicht gerade gern, wenn man ihre Soldaten tötet. Spielst ein gefährliches Voodoo-Spielchen, Varad? Zu diesem Vorgehen gab es keine Alternative. Eine weitere Duldung der Angriffe seitens der Verlassenen hätte nur zu weiteren kriegerischen Handlungen seitens der Allianz geführt. Wir mussten zeigen, dass wir willens und imstande sind, uns entsprechend zu wehren. Das zu entscheiden liegt keinesfalls allein in deinen Händen, Verlassener. Du hättest Rücksprache mit dem Rat halten müssen. Für endlose Debatten in diesen Hallen war keine Zeit. Und wir haben sie auch jetzt nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die unprovozierten Angriffe der Allianz nur der Auftakt für weitere militärische Maßnahmen im großen Stil sind. Die Allianz rüstet zum Krieg. Wer davor die Augen verschließt, ist nicht recht bei Sinnen. Wir müssen die Gelegenheit beim Schopf packen und unsererseits als Erste angreifen, wenn wir eine Aussicht auf den Sieg haben wollen. Im Übrigen sind sich in dieser Frage die führenden Strategen der Verlassenen und der Blutelfen einig. Ihr wisst schon, die Verbündeten von euch, die ihre Heimat so nah an der Front haben. Genug davon! Noch ist Thrall Anführer der Horde und nicht du, Varad. Dieser Rat wird die Töchter und Söhne seiner Stämme nicht zu Tausenden in den Tod schicken, nur weil du ein Jucken im Gedärm hast. Genau, Mann. Recht hast du, Hetu. Ich sage, wir warten auf Thrall und beschreiten den Weg der Verhandlungen. Wir erhalten den Frieden zum Wohle unserer Völker und zum Wohle der Horde. Ich höre euch Orks in letzter Zeit so oft von Verhandlungen reden. Vom Frieden. Dass während eures Geschwafels Verlassene abgeschlachtet werden, scheint die großen Krieger nicht zu stören. Versteht ihr das unter einem Bündnis? Versteht ihr das unter... Zügele dich, Varad.
Es gibt keinen Grund, ausfallen zu werden. Ich habe die beiden vorgetragenen Positionen ausführlich gegeneinander abgewogen. Und wenn ihr mich fragt, und das müsst ihr, denn im Moment habe ich das letzte Wort, bin auch ich dafür, Thralls Rückkehr abzuwarten. Dem Rat liegen keine Berichte über größere Truppenbewegungen der Allianz vor. Also besteht derzeit kein direkter Handlungszwang. Zudem ist es von äußerster Wichtigkeit, dass... Oberster Kriegsfürst, Kriegsrat der Horde, hört mich an! Was soll das? Was ist der Grund für diesen Aufruhr? Mein Kriegsfürst, Crossroads wird angegriffen. Truppen der Allianz. Während ich hier spreche, sterben unsere Brüder. Zum Wohle der Horde. Nicht wahr, Hetu? Ich werde dich unangespitzt in den Boden rammen. Ruhe! Es gibt Wichtigeres als euren Streit. Unsere Schwestern und Brüder sterben in Crossroads. Und meine geliebte Kirutika befindet sich ebenfalls dort. Wir werden persönlich ausreiten, um Crossroads zu entsetzen. Weggetreten! Verdammte Peon unter Waffen gestellt wird. Lorg, ich weiß, du trauerst, aber das ist nicht der richtige... Du weißt? Was weißt du schon, Kriegsfürst? Hätte ich nicht auf dein Gerede gehört, sondern auf Iris, dann wäre meine geliebte Frau noch am Leben und mit ihr die Frauen und Kinder von Crossroads.
Willst du nicht zumindest Rücksprache mit Frall halten, Lorg? Begehe keinen überhasteten Fehler. Mein Entschluss steht fest. Und solange Thrall fort ist, habe ich die Befehlsgewalt. Ich trage die Verantwortung. Noch vor Ende dieses Mondes wird kein Allianzsoldat mehr die Luft der Ebenen Kalimdors atmen. Gib den Befehl. Die Horde zieht gen Theramore.
In den Kampf! Wartet hier! Dann wollen wir mal sehen, was der Seelenfang heute alles Feines fangen kann. Mann, es ist notiert. Das Buch ist versiegelt. Verdammt! Ich bin spät dran. In Hilsbrad wartet man bestimmt schon auf meinen Bericht. Warum bin ich bloß immer so nachlässig? Es wird Zeit, mein Freund. Du weißt, wohin du das Buch bringen musst. Alea, Pop, mach dich aus meinem Blick, du Wicht. Was zur Hölle? Du! Verschwinde hier, oder ich mache kurzen Prozess. Du ahnst nicht einmal, in welchem Schlamassel du steckst, oder? Das ist die letzte Warnung. Verschwinde, sofort. Du kleiner Wurm hast es gewagt, mich zu erpressen. Niemand erpresst mich. Das reicht jetzt, du Madenbeutel. Mach dein Testament. Was war das? Sieht nicht so aus, als wenn dir noch zu helfen wäre, mein Freund. Was kletterst du auch da oben herum? Was liegt denn dort? Mal sehen. Interessant. Ich glaube, das sollte ich schnellstmöglich Grendel und Torf zukommen lassen. Thank you.
Wo kommt der denn auf einmal her? Einer meiner Bauern? Und was macht er da? Und ich dachte schon, ich sei der Einzige, der hier im Unklaren geblieben ist. Könnte es sein, dass das Spiel außer Kontrolle gerät? Es besteht kein